Also der Montag hat es ja richtig in sich, nämlich zwei neue Karten und jede Menge Updates. Gut, wir fangen jetzt einmal an mit der östlichen North Carolina, USA. So, die Karte ist, wie man hier sehen kann, dem Rheingebiet nachgebaut. Die Feldpreise sind auch den realen Grundstückspreisen nachempfunden. Ich schätze mal, die Biogaslage sollte auch hier so stehen, vor allem weil alles wirklich schön nachgebaut wurde. So, ja, Produktionen hatten noch keine, Verträge gibt es, das ist was sehr Gutes. Ja, Tierställe besitzt man noch keine, Stallfahrzeuge, die schauen wir sich natürlich auch noch durch. So, Verkaufsstellen, beziehungsweise kann man alles verkaufen, das ist jetzt mal die Frage. Ja, geht alles so weit. So, man hat auch Maisbruch, quasi zerkleinerter Mais sozusagen, Kalkstein, Schotter, Sand, Maismehl, Beton, Maisöl, Sorbonenöl. Ja, also jede Menge. Ja, der Wachstumskalender wurde auch dementsprechend angepasst für die USA. Gut, wie schaut die Aufstellung aus? Passt auch soweit. Man hat auch diverse Dinge hier, wie zum Beispiel ein paar Länder um 0 Euro und auch ein paar Felder, ein paar kleine Felder. Und man kann auch diverse Häuser verkaufen, um Platz für neue Felder zu bekommen. So, Mr. Ferguson. Ist irgendwie ein Fan von Mr. Ferguson? Und Käse. Ja, so. Das wäre mal der Hof. Ist, das besitzt man natürlich alles. Das rundherum, glaube ich, muss man noch kaufen. Ja. Ganze Hafer. Ja, die Karte kommt vom Mac Trucker 921 und die Karte ist für PC, Mac und PlayStation und Xbox. So, 47 verschiedene Felder, zwei davon sind mit Gras. Dann die Grundstückspreise, wo man hat der durchschnittlichen Grundstückspreise des realen Gebietes berechnet. Grundstücke sind jede einzeln zu kaufen. Und wie schon gesagt, die Karten, die Häuser sind auch alle zum Verkaufen einzeln. Eben, dass man mehr, wie zum Beispiel hier, mehr Fläche für, ja, größere Felder bekommt. Weiters Weintrauben wurden in die Kategorie Schüttgut hinzugefügt. Das Multifruchtsilo oder Mehrfruchtsilo hat ein Fassungsvermögen von 1 Million. Es gibt einen Kuh-, Schaf-, Schweinebereich und die haben auch zusätzlich einen Ballenträger für die Fütterung. Naja, Forstliebhaber kommen hier auch auf ihre Kosten, zumindest ein bisschen was gibt es davon. Dann die Kapazität der Tiergehege sind 250 Kühe, 350 Schweine, 500 Schafe und 500 Hühner. Die Betonproduktion malt auch Steine zu Sand und Kies kann auch aus Steinen gewonnen werden. Ja, bei den Hühnern wurden Maisflocken hinzugefügt und die geben 60% ihres Futterbedarfs oder sind 60% ihres Futterbedarfs. Ja, weiter. 20% des Futterbedarfs machen Weizengerste, Hafer und Sorghum aus. 20% auch Sonnenblumen und das Ganze kommt quasi auf 100%. So, dann 100 Sammlerstücke gibt es. Auf der Kuhfarm hat der Gülletank ein Fassungsvolumen von 4 Millionen Liter. Ja, da steht auch noch,
Vorschläge, Meldungen von Fehlern oder schwebende Bäume und so weiter bitte per Mail an mactrucker921@gmail.com senden. Er würde sich sicher darüber freuen, da wo, wie, was, wann da noch für Probleme sind. Und ja, im Großen und Ganzen war das die Karte. Und dadurch, dass wir noch ja, sehr viele Karten haben heute, vor allem Updates, das ist wirklich enorm heute. Ja, schauen wir zur nächsten. Ganz einfach. So, die zweite neue Karte ist die Bokovo V1. Sie kommt ursprünglich von Stork, ist von Mitek mit seiner Erlaubnis konvertiert worden. Finde ich wirklich klasse, dass man auch Leute oder Mapper die Karten auch sagen, ja, konvertier sie. So, Verträge haben wir hier, Kuhstelle haben wir keine, Stafffahrzeuge sind leider auch Mangelware und Verkaufsstellen sucht man hier eigentlich auch vergeblich. Gut, eigentlich, ja, sucht man vergeblich, Wachstumskalender passt alles. Die Gebiete, nun ja. Das ist ein bisschen schief gegangen, glaube ich. Genauso wie das hier und das hier. Wieso die Kreise hier sind, das ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Ja, da haben wir ein Dorf. Gut, das könnte man so eigentlich belassen. Aber der Fahrzeughändler da draußen und genauso wie beim Viehhändler. Ja. Finde ich extrem schade. Ja, so. Gehen wir mal schnell wieder hin. So, weiter zur Karte. Dadurch, dass nichts in der Beschreibung steht, nicht nur mal so, da haben wir mal Piraten, wie, was, wann, wo ist, was es gibt, aber wenn ich mir das so anschaue, also im Großen und Ganzen schaut sie nicht immer so schlecht aus. Und da habe ich, Gospo, okay, habe ich eine Fehler entdeckt, das stört die jetzt nur von der Optik her, aber nicht beim Durchlaufen, also man kann ohne Probleme durchfahren und da ist drum und dran. Wie gesagt, es stört nur von der Optik her, das gehört irgendwie auf die Seite. Da, an Plus haben wir da schöne Hügelchen. Ja, an und für sich nicht schlecht, wenn es was zu verkaufen gäbe. Naja, ja, da sehen wir auch das Dorf, das würde ich mal sagen, ja, das passt so. Und gut, eigentlich keine schlechte Karte soweit, nur ja, wenn man nichts verkaufen kann, ja, ist es ein bisschen blöd. Gut, ja, das wäre mal die Bokovo. Und jetzt fangen wir gleich einmal mit den ganzen Updates an. Und eins kann ich gleich im Vorhinein sagen. Ich werde die Updates nur kurz durchschauen, um eben Zeit zu sparen, weil es sind wirklich jede Menge Karten und das Video sollte ja nicht 1,5 Stunden lang dauern. Okay, die erste Karte heute, die geupdatet wurde, ist die Enmucric bei Stevie und sie ist eine erweiterte Vierfachkarte. Was man so die Elmkrieg wurde erweitert auf eine Vierfachkarte. Ich springe nur schnell alles durch, ehrlich gesagt, um eben das Video nicht zu lange zu machen. Neueste Version ist die Version 1.0.0.3. Und ja, was wurde verändert? Ein neues Update. Eben, die Karte wurde auf den Spielpatch 1.8 geupdatet. Multifrucht wurde auch hinzugefügt. Schauen wir mal, Alfalfa, weiße Trauben, Karotten, Zwiebeln, Rocken,
Weiß ich nicht, ich weiß ich jetzt nicht auswendig. Milet, Zutikale, Hopfen und Mohn. Also, das wurde alles hier geupdatet. Es wurde auch darauf geachtet, dass mehr Forst dabei ist. Da haben wir die Biogasanlage an und für sich. Ja, ist sie schön weitergebaut worden. Und ja, apropos weiter, wir kommen zur nächsten Karte. Update Nummer 2 ist die Sosnovka vom Boom 145. Die Karte ist für PC, PlayStation und Xbox. So, neueste Version ist die Version 1.0.2. Da schauen wir noch alles schnell durch. Frühweite, Stadtfahrzeuge. Verkaufen kann man auch alles, schätze ich einmal. Ja, der Wachstumskalender wurde auch nicht verändert. Ja, die Sosnovka kennen wir ja aus dem LS17, wurde konvertiert. Neueste Version 1.0.2, wie gesagt. Dann wurde eben Folgendes gemacht: Es gibt eine neue Verkaufsstelle, nämlich Ladehof. Dann ersetzt und repariert wurden alle projizierbaren Gebäude und Weiden. Die Möglichkeit, alle Modelle zu kaufen und zu verkaufen, wurde hinzugefügt. Sammlerstücke gibt es jetzt auch und viele Bugs wurden behoben. So, das war's im Großen und Ganzen mit der Sosnovka. Und ja, Leute, die schon länger dabei sind, kennen sie. Und ja, ich sag mal so, schauen wir gleich mal weiter im Text. Torten 22 Refam hat ein Update bekommen auf die Version 1.1. So, sie kommt von Steve's Mods und sie ist auch für PC, PlayStation und Xbox. So, Molkerei, Spinnerei, Ölmühle, Verträge, Schweine, Kuhstall, Hühnerweide, Schafweide, Pferdestall, Stahlfahrzeuge. Verkaufen kann man Schätzungsmotiv alles, wenn ich so schnell durchschaue. Und ja, ich gehe absichtlich so schnell durch. Ich kann es immer nur wieder erwähnen. So, Multiput haben wir nicht da. Stahlfahrzeuge eindeutig ein Klass-Fan. Ja, was wurde verändert in der Version 1.1? Aber zuvor noch, man benötigt drei zusätzliche Mods, nämlich Englisch Sheep Pack, British Farmhouse und Big Barn. Ja, Sammlerobjekte gibt es auch auf der Karte, 38 Felder, klein bis mittelgroß. Und ja, eindeutig ein Klass, wenn hier auf der Karte. Ja, Version 1.1. Das Bauernhof-Silo wurde gefixt. Sammlerobjekte wurden platziert. Steine, die auf den Feldern waren, wurden entfernt. Ein paar Korrekturen bzw. allgemeine Korrekturen gemacht. Und leider ist ein neuer Spielstand ja nicht zwar nötig, aber empfohlen. Gut, soweit hätten wir diese Karte von Steve's Mods und ja, auf geht's zur nächsten konvertierten Karte. Goldcrest Valley vom LS17. Das ist die Karte, die geupdatet wurde. Beziehungsweise die konvertierte Karte, die ja geupdatet wurde, und zwar von Puma 145. Neueste Version ist 1.1.1 und sie ist natürlich auch für PC, PlayStation und Xbox. Ja, von der PDA hat sich nicht viel verändert. Produktionen sind keine noch im Besitz. Verträge, Tierställe, Kuhweide, Hühnerstall, Pferdeweide. Pferdestall, Entschuldigung, Stahlfahrzeuge. Ich schaue schnell alles durch, wie gehabt. Aber normalerweise sollte alles soweit funktionieren. Wachstumskalender ist auch da. Und, beziehungsweise alles da. Gut, was wurde geändert? Nämlich die BGA wurde aus dem LS17 hinzugefügt. Dann Schweine- und Schafweiden wurden genau gleich vom LS17 hinzugefügt. Zusätzliche Sammlerstücke gibt es auch.
Und visuelle Bugs wurden behoben. So, das war's dann soweit. Natürlich Forst ist auch jede Menge da. Ja, die Goldcrest-Fälle sollten so ziemlich viele Leute kennen. Gut. Dann wartet schon die nächste auf uns. So, Hickory Valley oder Hickory Dar von Poolboy. Die neueste Version ist die Version 1.0.0.1. Sie ist natürlich auch für PC, PlayStation und Xbox. So, Produktionen haben wir schon da. Verträge gibt es. Schafstall, Schweine, Kühe, Hühner und Pferdestall gibt es auch schon. Stallfahrzeuge, da habe ich noch natürlich schnell alles durch. So, und wie gehabt, alles kurz mal schauen. Multifruit haben wir nicht. Der Ausdruckskalender wurde anscheinend nicht verändert. So, hier kann man die ganzen Produktionen kaufen. Und ja, hier haben wir auch die ganzen Ställe. So, 8 Verkaufsstellen, 6 Produktionen, 3 Kalkstationen, BGA gibt es, 100 Sammlerstücke. Und ja, riesige große Maschinen, die braucht man hier auch. Baumwolle gibt es da auch sogar. Den Häcksler, dann den Mac und der Gator. Deshalb Pickup und läuft auch irgendwo frei wieder mal herum. Und vergessen zum Umstellen. Ja, was wurde geändert? Nämlich die Grenzen wurden entfernt, die Windmühlen außerhalb der Karte wurden auch entfernt und es wurde alles verkaufbar gemacht. Eine neue Karte ist auch hinzugekommen, die zeige ich jetzt nicht. Da gibt es keine Bäume, Autos, Menschen, Felder sind die gleichen. Ja. Quasi ist, man hat sozusagen ein Gefühl, als wäre die Karte komplett leer. Biorog-Logging ist die nächste neue Karte. Und die Karte ist wirklich eigentlich. Ja, fast rein für Holzfäller. So, Version 1.0.0.1 von Poolboy und NLA Gaming. Natürlich ist diese Karte auch für PlayStation, Xbox und PC. So, auch schön was abgeteilt, das Ganze. Ja, Produktion keine, Verträge keine, Tiere keine. Ja, das schauen wir sich noch an. Ja, man kann auch alles verkaufen. Das finde ich gut. Wachstumskalender passt auch. Und ja, schauen wir mal. Okay, ein weißer Komazon. Naja. Nicht gerade meins. Genauso wie dir hier. Ja, was wurde eigentlich verändert? Ein Deutschfahrt TV. Ja, eine gute Nachricht gibt es einmal, nämlich ein neues Safe Game ist nicht vonnöten. Und geändert wurde Folgendes: die Tippkollisionen wurden behoben und durch das Update verursachte Neigungskopffehler wurden auch behoben. Und das war es im Großen und Ganzen. Neu Fenatar von Emperor Loop und ja, die Karte ist auch wieder für PlayStation, Xbox und PC. Und alle Karten bis auf eine sind heute für PlayStation und Xbox auch. So, Version 1.1 dieser Karte. Eine komplett fiktive. Zusätzliche Mods werden auch gebraucht. Die sind natürlich bei Modhub unten verlinkt, einfach nur draufklicken und kaufen und nicht kaufen, herunterladen. So, Version 1.1. Änderungen an der Beschreibung wurden durchgeführt. Es wurden Bäume, Pflanzen und Texturen ins Baummenü hinzugefügt. Das schauen wir uns hier mal kurz an. Bäume sind zum Beispiel, ja. Es gibt bereits zu viele Bäume, also das heißt, man benötigt
irgendwie das More Trees Pack. Ja, es sind diverse Bäume dazugekommen und dann auch Texturen wie zum Beispiel Beton ist, glaube ich, nicht dabei. Schotter zweimal. Immer verschieden und ja, Staffelzüge bin ich schon durch. Ja, mehrere Objekte wurden verkaufbar gemacht, wie zum Beispiel die Biogasanlage und diverse Zäune. Preise der Grundstücke wurden auch reduziert, anscheinend waren sie viel zu hoch. Dann kleine Änderungen am Terrain am Haupthof, der Verkaufspunkt für die Fahrzeuge am Händler gibt. Wurde auch hinzugefügt. Ja, normalerweise gehört der eigentlich dazu. Dann Daten für den Multiplayer oder Dateien für den Multiplayer wurden hinzugefügt. Damit, dass man auch im Multiplayer spielen kann. Dann Deko-Push Mobbing wurde entfernt, damit die Map auch für Konsolen spielbar ist. Und ja, leider wird ein neuer Spielstand benötigt. Riverside 22 auch für PC, PlayStation und Xbox. Die neueste Version ist die 1.1 und sie kommt von Missy B. So, eine doppelgroße Karte, also eine Zweifachkarte. So, geändert wurde Folgendes. Oh ja, Biogasanlage haben wir hier. Nämlich ein neuer Spielstand. So ist Gott sei Dank nicht vonnöten. So, sehr viele Glas wieder mal. Ja, Verkaufsstände gibt es auch jede Menge. Dann die Fahrzeuge oder einige Fahrzeuge wurden im neuen Farmer-Modus geändert, also den, wo ich gerade gestartet habe. Urea Fertilizer, also Dieselraffinerie, also irgendwie Dünger. Ja, Wachstumskalender hat auch eine Änderungen bekommen. Ja, das schaut auch schön aus. Ja, ich springe mal durch und die Bodenkarte wurde auch angepasst und ja, man muss sie auch neu kaufen. Das ist für Precision Farming. Das Hauptsilo wurde gefixt in puncto Raps. Der Pferdestall wurde entfernt. Die nicht benötigten Schuppen wurden genauso entfernt, dann der KI-Verkehr wurde verbessert. Dann weiters, die schwebenden Bäume wurden entfernt. Im neuen Farmer-Modus wurde die BGA gefixt. Ja, da hat man sehr, sehr viele Fahrzeuge. Dann die Markierungen im Hofladen wurden gefixt, neue Icons und Forscherbilder gibt es. Dann weiter beim Silo der das Silo bei der Schweinefarm wurde auch gefixt. Neue Sneak für Real Light Umgebung wurde gemacht. Such-Sneak für Real-Light-Umgebung und alle Weiden sind jetzt auch alle Weiden sind jetzt auch Mais Plus ready. Vierfachkarte Clarkson ist die nächste und sie ist nur für PC. So, sie kommt von NM99 MN 97 Martin N. So, V2 hat folgende Änderung bekommen, nämlich ein komplett neues Straßennetz. Dazu zählen neue Texturen, der Verkehr und die Grundstücke wurden auch noch etwas. Es gibt auch neue Grundstücke. So. Dann neue PDA natürlich, neue Felder, neue Plantagen. Natürlich wurde das Terrain dementsprechend auch angepasst und wenn ich so schaue, schaut das mal nicht so übel aus und ich bin schon wieder am Anfang. So, einmal nach hoch in die Höhe und eines kann ich gleich mal sagen, der Mapper hat sich auf dieser Karte
Spiel Mühe gegeben. Natürlich, Vierfachkarte heißt, das Ganze kostet sehr viel Kohle. Na gut, dass man schon auch schon genug Stahlfahrzeuge hat. So, Verträge, Tiere haben wir keine, Stahlfahrzeuge, Verkaufsstellen. Es geht gleich weiter. Ich schaue noch das hier kurz durch. Schokolade, nicht Möbel, nicht Bretter gehen zu verkaufen. Mutterkurz haben wir keine, Wachstumskalender wird auch nichts verändert. Und das heißt, ich fliege mal kurz über die Karte, bevor es weitergeht. Dann halt mit der nächsten Karte weitergeht. Diverse Details wurden angepasst und die Genauigkeit von dem Ganzen wurde erhöht. Dekorationen gibt es natürlich auch. Ein bebaubares Land wurde beim großen Feld 1 hinzugefügt. Ich schätze mal, das dürfte das hier in der Mitte sein. Beziehungsweise, das ist hier. Ja, in der Mitte von dem Feld geht ein Weg durch. Naja, nicht schlecht. Und ja, die Feldgrenzen wurden auch verschönert. Neue Feldwege, was man gerade gesehen hat, wurden auch eingebaut. Neue Objekte gibt es und schwebende Objekte wurden entfernt. Und weiter geht's mit der Black River oder Schwarzer Fluss. Ja, da geht's wieder ab mit PlayStation und Xbox, kann man auch alles. Ein schönes Flugzeug. Ich wollte es gerade jagen. Bin ich dann so hingekommen. Ja, sie kommt von Zero Auto, Version 1.0.0.1 ist die neueste. Und geändert wurde nämlich Folgendes: Die Dekoration außerhalb der Karte wurde geändert, die schwebenden Objekte wurden natürlich behoben, dann der Schaffstall wurde entfernt und einige Tore öffnen jetzt zu bestimmten Zeiten. Dann angepasste Verkaufswerte für den Zug gibt es. Da gibt es natürlich bessere Preise, aber natürlich kostet der Zug dadurch auch mehr. Ja, und das war's mit diesen Updates soweit. Und ja, eine Karte haben wir noch. Und ja, schauen wir mal weiter. Bloomfield, Kanada ist die letzte Karte für heute. Sie hat die Version 1.0.1, kommt von Rubber Runner 89. Und ist auch wieder für PlayStation und Xbox. Zusätzlich natürlich. So, Version 1.1. Da gibt es jetzt eine verbesserte Beleuchtung für die Fahrzeuge, die fixiert werden sollten. Dann verbessert wurde der KI-Verkehr. Ja, Schwester haben wir hier. Der KI-Verkehr wurde verbessert. Dann die Clip-Distanz-Abstände wurden verbessert. Angepasst wurde auch das Ackerland hinter dem Sägewerk und die Paletten-Spawn-Standorte in der Ölmühle und bei der Sägemühle. Beim Sägewerk gab es auch einen festgefahrenen Fußgänger. Dieser Fehler, sagen wir so, wurde auch behoben. Dann weiter geht's. Ja, Wachstumskalender wurde verändert. Weiter geht's. Mit Folgendes: Festpreis gibt es jetzt, oder einen Festpreis gibt es jetzt auf Feld 7. Die doppelte Milchproduktion wurde aus dem Laden entfernt. Requisiten aus dem platzierbaren Lagerschuppen wurden entfernt. Convoy All 1960 erscheint nicht mehr in den Startmodi Farm Manager und Start from Scratch. Und das Gelände bei den Feldern 59,
49, 51 und 42 wurde geglättet. Und um das wirksam zu machen, muss ein neuer Spielstand gestartet werden. Gut, das war's dann auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns natürlich in 2 Tagen. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.